Wir beginnen mit Kapalabhati, um so die Energien zu aktivieren und strahlen zu lassen. Sitzt ganz gerade, Wirbelsäule aufgerichtet, Schulterblätter nach hinten und unten, Brustkorb gewölbt, räkelt euren Scheitel nach oben, als ob euer Kopf nach oben gezogen wird. Atmet tief vollständig ein. Atmet sehr tief vollständig aus. Einatmet Bauch hinaus. Beginnt. Aus, ein. Hans, zwei. 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 Aus, ein. Aus, ein. Hans, zwei. 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 Hans. Und atmet vollständig aus, Lungen ganz leeren. Atmet sehr tief, vollständig ein, neues Licht, Kraft und Positivität. Atmet vollständig aus, ganz leeren. Dann atmet bequem ein, füllt die Lungen zu etwa 3/4. Und haltet die Luft an. Wirbelsäule aufgerichtet. Und spürt die Energie im Bauch, im Sonnengeflecht, wie eine innere Sonne oder eine Wärme oder einfach Bewusstheit im Bauch. Halte die Luft so lange an, wie angenehm. Vielleicht spürt er auch, wie diese Wärme oder diese Energie vom Bauch hochstrahlt zum Herzen, zur Kehle, zur Stirn. Wer noch halten kann, hält noch etwas, andere atmen normal weiter. Und beim Einatmen geht mit der Bewusstheit zum Bauch und beim Ausatmen über Herz, Kehle, zur Stirn. Und nächste Runde. Atmet vollständig aus. Atmet sehr tief vollständig ein. Atmet sehr tief vollständig aus. Einatmen, Bauch hinaus. Beginnt. Hans, zwei. 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 Hans. Und atmet vollständig aus, leert die Lungen. Dann atmet sehr tief vollständig ein, neues Licht, Kraft und Positivität. Atmet sehr tief vollständig aus. Dann atmet bequem ein, füllt die Lungen zu etwa 3/4. Und haltet die Luft an. Ihr könnt sanft die Beckenbodenmuskeln zusammenziehen. Ihr könnt die Zungenspitze an den Gaumen geben. Und dann stellt euch vor, dass von oben Lichtenergie in euch hineinströmt. Oder einfach spüren, wie von oben Energie, Positivität, Freude euch ganz durchströmt.
gehalten kann, hält noch etwas, andere abnormal weiter. Aber stellt euch weiter vor, dass diese Energie von oben in euch hineinströmt und euch ganz erfüllt. Noch eine Runde. Atmet sehr tief vollständig aus. Sehr tief vollständig ein, Bauch hinaus. Atmet vollständig aus, Bauch hinein. Einatmen, Bauch nach vorne. Beginnt. Aus, ein, aus, ein, aus, ein, aus, ein, aus, ein, aus, ein. Aus sein, aus sein, aus sein, aus sein, Hans 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 sein, Hans. Und vollständig ausatmen. Atmet wieder tief ein, Lichtkraft, Positivität. Atmet sehr tief, vollständig aus, leert euch ganz. Atmet bequem ein, füllt die Lungen zu etwa drei Viertel. Und haltet die Luft an. Macht sanftes Mula Bandha, das heißt, zieht die Beckenbodenmuskeln, Anusschließmuskeln sanft zusammen. Stellt euch vor, Energie strömt durch die Wirbelsäule nach oben. Ihr könnt euch Licht vorstellen. Und dann könnt ihr euch vorstellen, dass Energie vom Kopf her ausstrahlt. Stirn, Scheitel, Energie wird weit. Kapalabhati heißt wörtlich strahlender Schädel, scheinender Kopf. Das bezieht sich auf diese Erfahrung, die man manchmal haben kann. Wenn man am Ende vom Kapalabhati die Luft anhält und weit wird. Halten kann, hält noch etwas, andere abnormal weiter. Halten aber die Achtsamkeit auf den Raum oberhalb des Scheitels und dieses Gefühl, das dort spürbar wird. Wer will, kann vor der Wechselatmung die Beine ausstrecken, etwas ausschütteln. Kapalabhati aktiviert das Prana, also die Lebensenergie, bringt sie zum Strahlen und die Wechselatmung hilft, dass diese Lebensenergie zentriert wird, aufgespeichert wird. Atmet, kommt wieder zurück zu einer bequemen Sitzhaltung mit geradem Rücken. Atmet zunächst sehr tief vollständig ein, vollständig aus, beugt Zeige- und Mittelfinger der rechten Hand, schließt das rechte Nasenloch mit dem rechten Daumen, atmet links ein, haltet die Luft an, schließt beide Nasenlöcher mit Daumen und Ringfinger. Haltet den Kopf dabei in der Mitte, beide Schultern entspannt. Und atmet durch das rechte Nasenloch aus,
sehr ruhig, gleichmäßig und vollständig. Atmet rechts wieder ein. Haltet die Luft an. Wirbelsäule aufgerichtet. Haltet vor allem die rechte Schulter entspannt. Könnt auch die Augen geschlossen halten. Und atmet dann links aus. Atmet links ein. Haltet die Luft an. Und jetzt beim Anhalten, seid euch der Wirbelsäule bewusst. Vom Steißbein über die Wirbelsäule bis zur Verlängerung im Kopf und Scheitel. Atmet aus durch das rechte Nasenloch und spürt dabei die rechte Körperhälfte. Atmet rechts ein, spürt weiter die rechte Körperhälfte, haltet die Luft an und spürt jetzt die feinstoffliche Wirbelsäule von unten bis oben, also die Mittellinie in euch. Atmet aus durch das linke Nasenloch und spürt die linke Körperhälfte. Atmet links ein, spürt die linke Körperhälfte, haltet die Luft an und spürt diese Mittellinie in euch. Atmet rechts aus. Atmet rechts ein, haltet die Luft an . Atmet links aus. Atmet links ein. Haltet die Luft an und bringt jetzt die Konzentration zum Punkt zwischen den Augenbrauen. Wird auch als drittes Auge bezeichnet, Sitz der Intuition. Atmet rechts aus und bringt weiter die Achtsamkeit auf dieses dritte Auge. Atmet rechts ein zum Punkt zwischen den Augenbrauen hin, haltet die Luft an und spürt den Punkt zwischen den Augenbrauen. Wer visuell veranlagt ist, kann sich dort auch ein Licht vorstellen. Manche sehen dort sogar wie eine Farbe oder spürt nur einfach dorthin. Atmet aus durch das linke Nasenloch. Atmet links ein, haltet weiter die Achtsamkeit im Punkt zwischen den Augenbrauen, haltet die Luft an. Konzentration, Punkt zwischen den Augenbrauen. Atmet rechts aus. Atmet rechts ein. Haltet die Luft an. Atmet links aus. Atmet links ein und bringt jetzt die Achtsamkeit ganz hoch zum Scheitel. Halte die Luft an. Konzentration Scheitelgegend, Schädeldecke nach oben. Atmet rechts aus und haltet eure Achtsamkeit nach oben. Atmet rechts ein, haltet die Luft an und konzentriert euch auf den Raum oberhalb des Kopfes, also Scheitelgegend und was ihr nach oben hin spüren könnt. Atmet links aus. Atmet links ein. Haltet die Luft an. Atmet rechts aus.
Atmet rechts ein. Haltet die Luft an. Ausatmen durch das linke Nasenloch. Atmet links ein, letzte Runde. Haltet die Luft an. Atmet rechts aus. Atmet rechts ein. Halte die Luft an. Atmet links aus. Und senkt die Hand. Bleibt einen Moment lang ruhig sitzen. Atmet zwei, dreimal tief ein und aus. Dann lasst den Atem sehr ruhig werden. Spürt, wie die Luft durch die Nasendurchgänge ein- und ausströmt. Wie beim Einatmen die Luft kühler wird und beim Ausatmen wärmer in den Nasendurchgängen. Reduziert die Menge an Luft, die ihr ein- und ausatmet, so weit wie angenehm. Und dann bringt eure Bewusstheit zur Nasenwurzel, also Punkt zwischen Augenbrauen, und spürt dort die innere Stille. Und streckt langsam die Beine nach vorne aus. Könnt sie etwas ausschütteln. Und steht auf zu Surya Namaskar, zum Sonnengebet. Geht vorne auf eure Matte, atmet sehr tief ein, ausatmen, Hände vom Brustkorb zusammengeben, einatmen, hebt die Arme hoch und zurück, ausatmen, beugt euch nach vorne, Hände neben die Füße, einatmen, rechtes Bein zurück, Knie am Boden, Atem anhalten, beide Beine dazu, Körper gerade. Ausatmen, Knie, Brust und Stirn zum Boden. Einatmen, zur Kobra gleiten. Ausatmen, zum Hund, Becken hoch, Fersen nach unten. Einatmen, rechten Fuß nach vorne, linkes Knie zum Boden. Ausatmen, beide Beine nach vorne. Einatmen, aufrichten, hoch und zurück. Ausatmen, Arme senken. Tief einatmen, ausatmen, Hände zusammen,
Einatmen, Arme hoch und zurück. Ausatmen, beugt euch nach vorne, Hände neben die Füße. Einatmen, linkes Bein zurück, Knie am Boden. Atem anhalten, beide Beine zurück, Körper gerade. Ausatmen, Knie, Brust, Stirn zum Boden. Einatmen, zur Kobra gleiten. Ausatmen, zum Hund. Einatmen, linken Fuß nach vorne, rechtes Knie zum Boden. Ausatmen, beide Beine nach vorne. Einatmen, aufrichten, hoch, zurück. Ausatmen, Arme senken. Ausatmen, Hände zusammen. Wirklich tief, vollständig einatmen, Arme hoch, zurück. Ausatmen, nach vorne, Hände auf den Boden. Einatmen, rechtes Bein zurück. Atem anhalten, beide Beine. Ausatmen, Knie, Brust, Stirn zum Boden. Einatmen zur Kobra. Ausatmen zum Hund. Einatmen, rechten Fuß nach vorne, linkes Knie am Boden. Ausatmen, beide Beine. Einatmen, Arme hoch und zurück. Ausatmen, Arme senken. Ausatmen, Hände zusammen. Einatmen, Arme hoch und zurück. Ausatmen, nach vorne beugen. Einatmen, linkes Bein zurück. Atem anhalten, beide. Ausatmen, Knie, Brust und Stirn zum Boden. Einatmen zur Kobra. Ausatmen zum Hund. Einatmen, linken Fuß nach vorne. Ausatmen, beide. Einatmen, aufrichten, hoch, zurück. Ausatmen, Arme senken. Atmen ein paar Mal normal, bringt eure Achtsamkeit ganz in den Bauch. Es gibt mehrere Gründe, weshalb das Sonnengebet genannt wird. Zum einen wurde es traditionellerweise in Indien bei Sonnenauf- und Untergang gemacht, auch um sich einzustimmen auf die Sonnenenergie, wie alle Energie auf der Erde letztlich irgendwie von der Sonne kommt. Aber es ist auch die Anrufung der inneren Sonne, wie sie auch Sonnengeflecht genannt wird, in unserem Bauch. Und indem wir Zugang finden zu diesem inneren Sonnengeflecht, bekommen wir Energie für den ganzen Tag. Und so bei den nächsten Runden richtet eure Achtsamkeit ganz auf den Bauch. Das Sonnengebet ist im Grunde genommen eine Bewegung um den Bauch herum. Ausatmen, Hände zusammen. Einatmen, Arme hoch und zurück. Ausatmen, nach vorne beugen. Einatmen, rechtes Bein zurück. Atem anhalten, beide Beine. Ausatmen, Knie, Brust, Stirn zum Boden. Einatmen zur Kobra. Ausatmen zum Hund. Einatmen, rechten Fuß nach vorne. Ausatmen, beide Beine. Einatmen, Arme hoch und zurück. Ausatmen, Arme senken. Ausatmen, Hände zusammen. Einatmen, Arme hoch und zurück. Ausatmen, nach vorne beugen. Einatmen, linkes Bein zurück. Atem anhalten, beide. Ausatmen, Knie, Brust, Stirn. Einatmen zur Kobra. Ausatmen zum Hund. Einatmen, linken Fuß nach vorne. Ausatmen, beide. Einatmen, aufrichten, hoch, zurück. Ausatmen, senken. Um diese Wirkung auf das Sonnengeflecht zu verstärken, wiederhole ich jetzt die Surya-Mantras, Sonnenmantras, die nochmals besonders auf dieses Sonnengeflecht wirken sollen. Mit jedem Om beginnt eine neue Bewegung. Om Mitraya Namaha, Om Ravaye Namaha, Om Suryaya Namaha, Om Banave Namaha, Om Kagaya Namaha, Om Pushne Namaha, Om Hiranyagarbhaya Namaha, Om Marichaye Namaha, Om Adityaya Namaha, Om Savitre Namaha, Om Arkaya Namaha,
Om Bhaskaraya Namaha. Om Mitraya Namaha. Om Ravaye Namaha. Om Suryaya Namaha. Om Banave Namaha. Om Kagaya Namaha. Om Pushne Namaha. Om Hiranyagabaya Namaha. Om Marichaye Namaha. Om Adityaya Namaha. Om Savitre Namaha. Om Arkaya Namaha. Om Bhaskaraya Namaha. Om Mitraya Namaha. Om Ravaye Namaha. Om Suryaya Namaha. Om Banave Namaha. Om Kagaya Namaha. Om Pushne Namaha. Om Hiranyagabaya Namaha. Om Marichaye Namaha. Om Adityaya Namaha. Om Savitre Namaha. Om Arkaya Namaha. Om Bhaskaraya Namaha. Om Mitraya Namaha. Om Ravaye Namaha. Om Suryaya Namaha. Om Banave Namaha. Om Kagaya Namaha. Om Pushne Namaha. Om Hiranyagabaya Namaha. Om Marichaye Namaha. Om Adityaya Namaha. Om Savitre Namaha. Om Arkaya Namaha. Om Bhaskaraya Namaha. Vom Bauch, vom Sonnengeflecht strömt dann die Energie zu den anderen Energiezentren, den anderen Chakras. Und so werden wir uns bei den letzten beiden Runden konzentrieren auf die anderen Energiezentren im Körper. Mit jedem Energiezentrum, das ich ansage, beginnt eine neue Bewegung. Anahata, Herz. Vishuddha, Kehle. Svadhisthana, Kreuzbein. Ajna, zwischen den Augenbrauen. Muladhara, unterste Wirbelsäule. Manipura, Sonnengeflecht. Anahata, Herz. Muladhara, unterste Wirbelsäule. Ajna, zwischen den Augenbrauen. Svadhisthana, Kreuzbein. Vishuddha, Kehle. Sahasrara, Schädeldecke. Anahata, Herz. Vishuddha, Kehle. Svadhisthana, Kreuzbein. Ajna, zwischen den Augenbrauen. Muladhara, unterste Wirbelsäule. Manipura, Sonnengeflecht. Anahata, Herz. Muladhara, unterste Wirbelsäule. Ajna, zwischen den Augenbrauen. Svadhisthana, Kreuzbein. Vishuddha, Kehle. Sahasrara, Schädeldecke. Bleibt einen Moment lang ruhig stehen, atmet ein paar Mal tief ein und aus. Auf der einen Seite hat euer Organismus gut gearbeitet, vielleicht spürt ihr den Herzschlag. Auf der anderen Seite habt ihr euer Energiesystem geöffnet, vielleicht spürt ihr auch das. Dann streckt eure Arme nach vorne aus, beugt eure Knie und setzt euch hin, wenn möglich, ohne die Hände zu benutzen, wenn nötig, benutzt sie. Dann rollt Wirbel für Wirbel ab und kommt dann zu Navasana, zur Bauchmuskelübung. Das heißt, ihr haltet die Knie gebeugt, ihr gebt die Hände hinter den Kopf, ihr hebt den Kopf hoch und den Brustkorb etwas hoch und halte die Lendenwirbelsäule im Boden. Füße können entweder am Boden bleiben oder ihr könnt auch die Füße heben. Halte das Gesicht entspannt, ist keine Gesichtsmuskelübung. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch eine Lächelübung draus machen, aber es sollte anstrengend im Bauch sein.
Bauch und Stirn gelten als zwei besonders wichtige Energiezentren. Deshalb könnt ihr einatmen zum Bauch und ausatmen zur Stirn. Bauch gilt als Sitz der Sonnenenergie. Und ich hoffe, ihr merkt, wie der Bauch langsam warm wird. Und die Stirn gilt als Sitz der Mondenergie. Vielleicht wird die Stirn auch etwas kühl. Und Hatha Yoga hat ja verschiedene Bedeutungen. Eines ist H steht für Sonne, Ta für Mond. Hatha Yoga ist die Verbindung von Sonne und Mond. Von Fähigkeit zur Aktivität, nach außen gehen, Strahlen und Wärme. Und Mond, das Empfangende, das Weitergeben, das Intuitive, das sich zum Kanal machens. Und auch der Entspannung und Losgelassenheit. Und langsam die Füße senken. Streckt dann die Beine aus. Gebt die Beine etwas auseinander. Arme vom Körper weg, Handflächen nach oben. Und atmet weiter tief mit dem Bauch ein und aus. Geht beim Einatmen mit eurer Bewusstheit zum Bauch und beim Ausatmen zur Stirn. Einatmen Bauch hinaus, ausatmen Bauch hinein. Einatmen Bewusstheit zum Bauch, ausatmen zur Stirn. Und kommt langsam zur Stellung des Kindes. Das heißt, setzt euch auf die Fersen, gebt die Stirn zum Boden, Unterarme neben die Unterschenkel, und lasst die Ellbogen locker hinunterhängen. Stellung des Kindes, eine Stellung des Vertrauens, der Geborgenheit, des Loslassens. Wenn Kind im Mutterleib. Wer den Kopfstand kann, kommt jetzt zum Kopfstand. Andere kommen zum Hund. Für den Hund kommt er erst zum Vierfüßlerstand. Gebt die Füße dabei hüftbreit auseinander, dann streckt ihr die Beine aus und lasst den Kopf locker nach unten hängen. Also kommt entweder zum Kopfstand oder zum Hund. Atme dabei tief ein und aus. Und bringt eure Achtsamkeit zur Stirngegend. Punkt zwischen Augenbrauen bis Mitte der Stirn. Ist zum einen Sitz der Mondenergie, andererseits aber auch das sogenannte dritte Auge, das Auge der Intuition, der Kreativität und der Erkenntnis. Und es heißt, dass durch Konzentration auf dieses Ajna Chakra diese Kräfte von Intuition, von Kreativität und auch von intuitive Erkenntnis gestärkt werden.
Die Fortgeschritteneren können noch zum Skorpion kommen. Und die weniger Fortgeschrittenen kommen zur Stellung des Kindes. Gut. Gut. Dann legt euch langsam auf den Rücken. In der Nähe der Fenster sind, achten darauf, dass sie Platz hinter sich haben. Und dann kommt in einer ruhigen Bewegung zum Schulterstand Sarvangasana. Gebt die Beine zusammen, hebt die Beine hoch, hebt das Becken hoch. Kommt so zu einer Stellung, von der wisst, dass sie für euch gut ist. Und ihr wisst auch, dass je mehr dann, wenn ihr merkt, dass es für euch ausreicht, ihr auch immer aus einer Stellung rausgehen könnt. Ich achte in der heutigen Stunde nicht so viel auf körperliche Details. Das könnt ihr hier in vielen Kursen oder offenen Stunden lernen. Sondern wir wollen uns in dieser Stunde besonders konzentrieren auf die subtileren Wirkungen. Eine Großartigkeit des Hatha-Yoga, also des körperorientierten Yogas, ist, dass über gewisse Konzentration auf bestimmte Körperteile und Körperregionen ein bestimmter Einfluss auch auf den Geist, auf die Energien, auf unsere Psyche ausgeführt wird. Für den Hatha-Yogi ist der Körper ein Mittel, um zum Geist, zur Psyche zu kommen, um schließlich auch diese zu transzendieren, also auch jenseits davon zu gehen, zu einem Bereich jenseits des Denkens. In dieser Stellung, Schulterstand, Sarvangasana, könnt ihr euch besonders konzentrieren auf die Kehlgegend, während ihr gleichmäßig einen ausatmet. Wenn möglich, haltet sogar die Augen geschlossen, so kann diese innere Konzentration tiefer werden. Es gab einen großen Yogameister namens Patanjali, der vor 2000 Jahren ein wichtiges Werk über Yoga geschrieben hat, das sogenannte Yoga Sutra. Und dort gibt er einige Wirkungen von bestimmten Konzentrationen auf verschiedene Teile des Körpers. Unter anderem sagt er, durch Konzentration auf die Höhlung in der Kehle vergehen Gier, übermäßiger Hunger und Durst. Zum einen Konzentration auf die Kehle hilft, Appetit zu normalisieren. Zum anderen hilft es aber auch, von Getriebenheit sich zu lösen. Viele Menschen sind oft sehr gierig und verlieren so den Frieden. Enthusiasmus ist gut, Engagement ist gut, inneres Feuer ist gut. Aber Getriebenheit ist weniger gut. Und Konzentration auf die Kehlgegend kann so diese Zufriedenheit und den inneren Gleichmut fördern.
Wenn möglich, bleibt noch eine Dreiviertelminute in der Stellung. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch die Knie beugen und die Knie auf die Stirn geben. Streckt langsam die Beine wieder aus, wer die Knie gebeugt hatte. Jetzt atmet aus und senkt das rechte Bein hinter den Kopf. Atmet ein und hebt das Bein wieder hoch. Atmet aus und senkt das linke Bein. Atmet ein, hebt das Bein wieder hoch. Atmet aus und senkt beide Beine hinter den Kopf. Gebt die Handflächen auf den Boden oder faltet die Hände. Oder wenn nötig, haltet auch die Knie gebeugt und haltet die Knie auf der Stirn. Atmet jetzt ein paar Mal. Geht beim Einatmen zum Herzen und beim Ausatmen zur Kehle. Einatmen zum Herzen, Ausatmen zur Kehle. Dann gebt alle die Handflächen auf den Boden, benutzt die Hände als Bremsen und rollt Wirbel für Wirbel aus der Stellung. Wenn das Becken den Boden berührt, könnt ihr die Knie beugen, um so mit gebeugten Knien die Füße abzusetzen. Dann streckt ihr die Beine aus. Könnt zurückkehren auf eure Matte, wer vorher nach vorne gegangen ist. Und kommt zum Matsyasana, zum Fisch. Wer Lotusfisch kann, kann diesen machen. Ansonsten, Grundstellung ist Beine geschlossen. Hände unter die Oberschenkel, Handflächen am Boden. Daumen berühren sich. Und dann hebt den Brustkorb hoch und gebt den Kopf nach hinten, sodass der Hinterkopf auf dem Boden ist oder fortgeschrittenere, auch die Scheitelgegend auf dem Kopf, auf dem Boden vielmehr. Scheitelgegend ist schön, wenn sie auf dem Kopf bleibt. Gut, atmet jetzt sehr tief vollständig ein und aus. Und jetzt spürt besonders in euer Herz hinein. Herz ist Sitz des Fühlens, des Spürens, der Liebe, der Freude. Und der Yogameister Patanjali sagt im 3. Kapitel des Yoga Sutra, durch liebevolle Konzentration auf das Herz kommt Verständnis der Natur des Geistes. Ähnlich wie Antoine de Saint-Exupéry gesagt hat, nur wer mit dem Herzen sieht, sieht gut. Wenn man sich selbst verstehen will, geht das nur mit Liebe. Auch wenn man andere verstehen will, geht das nur durch Liebe. Und dies geht, indem wir uns auf das Herz konzentrieren. So bleibt noch ein paar Atemzüge lang in der Stellung und spürt in euer Herz hinein. Werdet vom Herzen her weit, während ihr tief ein- und ausatmet. Und natürlich, wann immer ihr merkt, dass es ausreicht, könnt ihr aus der Stellung kommen und auf dem Rücken liegend in der Rückenlage entspannen. Gut, dann können alle aus der Stellung kommen. Hebt erst den Kopf etwas hoch. Faltet die Hände in den Kopf, gebt den Kopf etwas nach rechts und nach links.
Und dann könnt ihr den Kopf senken und entspannen in der Rückenlage. Acht darauf, dass die Zehen locker nach außen fallen, Handflächen nach oben, Daumen nach außen, Schultern weg von den Ohren, Nacken lang, Stirn entspannt, sanftes Lächeln und geht jetzt mit eurer Bewusstheit beim Einatmen bis zum Bauch und beim Ausatmen über Herz und Kehle zur Stirn. Besonders tief bringt eure Achtsamkeit zum Bauch. So könnt ihr anschließend nach oben gehen. Beugt ein Knie, fasst mit den Händen um das Knie und richtet euch unter Zuhilfenahme des Knies auf. Streckt die Beine nach vorne aus, drückt die Fersen nach vorne und zieht die Zehen zu euch hin. Atmet ein und hebt die Arme hoch, lächelt. Und atmet aus und beugt euch nach vorne. Fasst mit den Händen um die Füße, wenn ihr könnt, oder mit den Händen an die Fußgelenke, an die Waden oder an die Knie. Macht die Übung so, dass ihr die Dehnung in den Beinen spürt, aber nicht im unteren Rücken. Wenn nötig, kommt lieber etwas höher, aber drückt den Bauch nach vorne. Und dann atmet sehr tief ein und aus und konzentriert euch zunächst ganz auf den Bauch. Patanjali sagt im Yoga-Sutra, durch Konzentration auf den Bauch kommt Wissen um Aufbaustruktur und Bedürfnisse des Körpers. Und so ist im Hatha-Yoga immer wieder die Konzentration in der Bauchgegend wichtig. So kommt Zugang zum Spüren, dass wir wirklich spüren, was wir eigentlich brauchen. Es gibt einen Unterschied zwischen Gier und Bedürfnis. Und es gibt diese Körperintelligenz, die uns sagt, was wir brauchen. Und durch regelmäßige Konzentration auf den Bauch kann diese erwachen. Noch ein paar Atemzüge, während ihr euch auf den Bauch konzentriert. In dieser Stellung wird die Wirbelsäule langgezogen und so bietet es sich auch an, sich in dieser Stellung auf die Wirbelsäule zu konzentrieren. So probiert, die Wirbelsäule zu spüren, vom Steißbein, Kreuzbein über Lenden, Brustwirbelsäule, Halswirbelsäule und auch bis zu ihrer Verlängerung in der Scheitelgegend. Spürt diesen ganzen Bereich. Patanjali sagt, durch Konzentration auf die Wirbelsäule bzw. die feinstoffliche Wirbelsäule bekommt man Festigkeit, Beständigkeit.
so wie in der Wirbelsäule der Rückenmarkskanal ist, aus dem alle Spinalnerven austreten. So kann auch unser Geist die Fähigkeit zur Beständigkeit und Zentrierung bekommen, wenn wir uns regelmäßig auf die Wirbelsäule selbst konzentrieren. Manche von euch sind auch mit Ayurveda vertraut, wo manchmal von Vata-Störung bezeichnet wird. Unruhe, auch Nervosität. Eines der besten Mittel dagegen wäre, sich regelmäßig auf die Wirbelsäule zu konzentrieren. So bekommt man diese Festigkeit. Kommt langsam aus der Stellung. Gebt die Hände hinter euch. Bleibt einen Moment lang ruhig sitzen oder wenn ihr wollt, könnt ihr euch kurz nach rechts drehen und nach links drehen. Dann einen Moment lang ruhig sitzen bleiben. Und konzentriert euch dann einen Moment lang auf den Raum oberhalb des Kopfes. Patanjali sagt im Yoga Sutra, durch Konzentration auf ein Licht oberhalb des Kopfes kommt die Fähigkeit, Zugang zu einer höheren Wirklichkeit zu bekommen. So konzentriert euch auf den Raum oberhalb des Kopfes, wenn ihr wollt, stellt euch ein Licht dort vor. Und vielleicht spürt ihr etwas oder seht etwas. Die Konzentration nach oben bringt in jedem Fall Inspiration und geistige Erhabenheit. Dann hebt jetzt das Becken hoch als Gegenstellung. Wird etwas anstrengender, das ist aber auch gut. Ihr könnt den Kopf entweder oben halten oder nach hinten senken, was auch immer euch jetzt angenehmer erscheint. Atmet tief ein und aus. Fortgeschrittene bleiben oben, andere kommen langsam nach unten, atmen zwei, dreimal durch, neue Kraft ansammeln. Dann kommt noch einmal hoch, wer noch irgendwie kann, nochmal Becken heben, auch wenn es anstrengend ist. Mit dem nächsten Einatmen hebt das rechte Bein hoch, ausatmen, senken, einatmen, linkes Bein hoch, ausatmen, senken, dreht euch nach links und einatmen, rechten Arm hoch. Ausatmen, senken, dreht euch nach rechts, einatmen, linken Arm hoch. Ausatmen, senken, dreht euch wieder nach links, einatmen, rechten Arm hoch und linkes Bein hoch und fasst mit der Hand an den Fuß und den Kopf zum Knie. Und langsam wieder senken, dreht euch nach rechts, hebt den linken Arm hoch und das rechte Bein und wer kann, fasst mit der Hand an den Fuß und gibt den Kopf zum Knie.
und kommt langsam aus der Stellung. Legt euch auf den Bauch, Kopf da, wo bisher die Füße waren, also in die Richtung, wo ich jetzt gerade bin. Bauchentspannungslage. Macht ein Kissen mit den Händen, gebt den Kopf zur Seite. Große Zehen zusammen, Fersen auseinander. Oder macht es so, wie es für euch jetzt angenehm und entspannend erscheint. Gebt die Hände unter die Schultern, Stirn am Boden, hebt langsam den Kopf hoch, hebt den Brustkorb hoch, gebt die Schulterblätter nach hinten, zieht die Schulterblätter stark nach hinten, wölbt den Brustkorb gut nach vorne, das ist die Kobra. Konzentriert euch jetzt zunächst auf die Wirbelsäule von unten bis oben. Die ganze Wirbelsäule wird hier nach hinten gebeugt. Und erinnert euch dran, Konzentration auf die Wirbelsäule bringt Festigkeit, eine positive Festigkeit. Aus der heraus könnt ihr euch auf das Herz konzentrieren, was Verständnis der Natur des Geistes bringt. Ihr könnt euch auf die Kehle konzentrieren, was hilft, sich von Gier zu befreien, Zufriedenheit zu erreichen. Und ihr könnt euch auf den Punkt zwischen Augenbrauen oder die Scheitelgegend konzentrieren, was Zugang zur Inspiration und Intuition gibt. Dann beugt langsam das rechte Knie, fasst mit der Hand ans Fußgelenk. Beugt das linke Knie und fasst mit der Hand auch ans Fußgelenk. Und dann hebt die Füße hoch. Und so seid ihr im Bogen. Spürt, wie der Brustkorb gewölbt ist, Schultern zurück. Und ihr so ganz offen werdet von Herz, Kehle, Stirn. Aus einer Festigkeit von der Wirbelsäule kommt Offenheit und Weite. Sehr gut. Und langsam lösen. Gebt nochmals die Hände unter die Schultern und gleitet noch einmal zur Kobra. Vielleicht eine Spur höher als vorher. Brustkorb noch stärker wölben, Schulterblätter noch stärker nach hinten. Dann gleitet von hier zum Vierfüßlerstand. Dann übt ein paar Mal die Katzenbewegung. Ausatmen, Lendenwirbelsäule nach oben, Kinn zur Brust. Einatmen, Brustkorb senken, Schulterblätter nach hinten. Macht die so ein paar Mal. Geht aber nicht in eure maximale Dehnung, sondern nur ganz sanft und bewusst. Dann bringt den rechten Fuß nach vorne zwischen die Hände. Gebt die Hände vom Brustkorb zusammen.
und senkt das Becken. Lächelt dabei. Auch wenn es meditativ ist, heißt das nicht, dass ihr nicht lächeln dürft. Dann hebt die Arme hoch und gebt die Arme etwas nach hinten oder stärker nach hinten. Wer will, kann auch nach oben schauen. Wer aber zu Schwindelgefühlen neigt, schaut lieber nach vorne. Atmet tief ein und aus, fühlt diese Öffnung. Von der Wirbelsäule strahlt Energie aus über Bauch, Herz, Kehle, Stirn nach vorne. Sehr schön. Dann gebt die Hände zurück vor dem Brustkorb. Gebt das Becken weiter nach hinten. Jetzt in einer graziösen Bewegung bringt den rechten Fuß neben den linken. Und in einer noch graziöseren Bewegung bringt den linken Fuß nach vorne. Gut, auch ein Elefant hat Grazie. Dann senkt das Becken nach unten. Und hebt die Arme hoch. Und jetzt könnt ihr die Arme so etwas nach außen geben. Es ist so, als ob ihr die ganze Welt umarmt. Wenn ihr dabei euren Nachbarn berührt, ist das auch okay. Und gebt die Hände wieder vom Brustkorb zusammen. Gebt das Becken weiter nach hinten. Gebt den linken Fuß neben den rechten. Und verneigt euch in die Stellung des Kindes hinein. Stellung des Loslassens, der Geborgenheit, der Entspannung und Regeneration. Dann setzt euch langsam auf. Setzt euch links neben die Fersen. Gebt den rechten Fuß links neben das linke Knie. Gebt den linken Arm über das rechte Knie und dreht euch nach rechts. Fortgeschrittenere können auch in fortgeschrittenere Variationen gehen. Wer merkt, dass diese Stellung nicht ganz so angenehm ist, streckt das linke Bein aus. Wäre vielleicht besser, wenn du wie sie das Bein ausstreckst. Ja, genau. Jetzt kannst du schön drehen, ja. Wirbelsäule ist aufgerichtet, räkelt die Schädeldecke nach oben, rechte Schulter nach hinten. Und konzentriert euch wieder auf die Kehle. Konzentration auf die Kehle hilft zur Zufriedenheit. Konzentriert euch auf das Herz. Konzentration auf die Herzgegend führt zum Verständnis.
des Geistes und des Fühlens. Konzentriere dich auf den Bauch. Konzentration auf die Nabelgegend verhilft zum Verstehen der Bedürfnisse des Körpers. Kommt langsam aus der Stellung und wechselt in ruhigen Bewegungen die Seite. Ihr gebt den linken Fuß rechts neben das rechte Knie und ihr gebt den rechten Arm um das linke Knie und ihr dreht euch nach links. Wölbt die rechte Hälfte des Brustkorbs nach vorne, zieht die linke Schulter nach hinten. Atmet tief ein und aus. Und jetzt konzentriert euch auf die Wirbelsäule. Ihr könnt auch bewusst einatmen zur unteren Wirbelsäule und beim Ausatmen mit eurer Bewusstheit über die Wirbelsäule hochgehen bis zum Kopf. Einatmen, unterste Wirbelsäule, ausatmen, die Wirbelsäule hoch bis zum Kopf. Konzentration auf die Wirbelsäule gibt laut Patanjali Festigkeit. Aktiviert auch die verschiedenen Chakras entlang der Wirbelsäule. Jetzt bringt die Konzentration auf den Raum oberhalb des Kopfes. Scheitel gegen den Raum darüber. Wer visuell veranlagt ist, kann sich auch ein Licht dort vorstellen. Sei es, dass von oben ein Licht in euch hineinstrahlt oder fühlt, dass von oben Energie in euch hineinströmt oder umgekehrt. Als ob von euch aus Licht nach oben ausstrahlt, Energie nach oben ausstrahlt. Patanjali sagt, durch Konzentration auf das Licht oberhalb des Kopfes kommt die Fähigkeit, eine höhere Wirklichkeit wahrzunehmen.
kommt langsam aus der Stellung. Bleibt einen Moment lang ruhig sitzen, in irgendeiner sitzenden Haltung, kniend, kreuzbeinig oder im Langsitz mit gestreckten Beinen. Spürt einen Moment lang nach. Dann steht langsam auf. Zum Baum. Eine wunderbare Gleichgewichtsübung. Eventuell könnt ihr euch so drehen, dass ihr in der Nähe eine Wand habt. Das hilft vielen Menschen, das Gleichgewicht zu halten. Dann beugt euer rechtes Knie leicht, beugt das linke Knie stärker und gebt den linken Fuß an die Innenseite des Oberschenkels, die Innenseite des Knies oder vorne auf den Oberschenkel. Gebt die Hände vom Brustkorb zusammen und hebt die Arme hoch. Eine sehr schöne Stellung, um Gleichgewicht zu entwickeln. Der Baum steht auch in vielerlei Hinsicht als Symbol für Yoga. Baum ist verwurzelt in der Erde. Ein Baum wächst, blüht und gedeiht und strebt nach oben zum Licht hin. Die Fortgeschritteneren können auch die Augen mal schließen. Dann senkt die Arme langsam, senkt das Bein, wechselt die Seite, beugt das andere Knie. Gebt den Fuß an die Innenseite des Oberschenkels oder Knies oder auf den Oberschenkel. Schaut an einen Punkt, gebt die Hände zusammen, hebt die Arme hoch. Im Bewusstsein, dass euch gut verankert in Mutter Erde, gut verwurzelt, dass ihr inmitten der Stürme des Lebens im Gleichgewicht bleiben wollt und zum Licht hinstrebt. Und senkt langsam die Arme, senkt das Bein. Und als letzte Asana übt Trikonasana das Dreieck. Dazu schaut alle in diese Richtung. Gebt die Beine etwa 1 Meter bis 1,20 Meter weit auseinander. Die Innenseite der Füße sind parallel. Atmet ein, hebt den rechten Arm hoch. Atmet aus und beugt euch nach links. Wenn möglich, halte den rechten Ellbogen gestreckt, halte das Ohr am Arm, auch die Finger und Handrücken gestreckt. Atmet, spürt diese Dehnung und vielleicht spürt ihr dabei auch, wie euer Energiefeld nach rechts weit wird. Atmet ein und richtet euch wieder auf. Atmet aus, senkt den Arm. Atmet ein, hebt den linken Arm hoch. Atmet aus, beugt euch nach rechts.
Halte den Arm am Ohr. Ellbogen, Handgelenk gerade. Spür die Dehnung in der linken Seite. Atmet nach links und vielleicht bekommt ihr so das Gefühl, nach links weit zu werden. Atmet ein und hebt die Arme hoch. Atmet aus, senkt den Arm, beide Arme und legt euch auf den Rücken zur tiefen Entspannung. Hebt das rechte Bein ein paar Zentimeter hoch, spannt es an. Lasst locker. Hebt das linke Bein ein paar Zentimeter hoch, spannt es fester an. Lasst locker. Hebt das Becken hoch, spannt das Gesäß und den unteren Rücken an. Lasst locker. Hebt den Brustkorb hoch, spannt den oberen Rücken an, Schulterblätter zusammen. Lasst locker. Hebt die Arme ein paar Zentimeter hoch, macht Fäuste. Lasst locker. Zieht die Schultern zu den Ohren hoch, spannt fester an. Lasst locker. Zieht das Gesicht zur Nasenspitze hin zusammen. Lasst locker. Öffne den Mund, streckt die Zunge raus, öffne die Augen, schaut zurück. Lasst locker. Dreht den Kopf von Seite zu Seite. Und zurück zur Mitte. Überprüfe deine Entspannungsstellung, dass du so liegst, dass du die nächsten 10 Minuten ruhig entspannt liegen kannst. Zehen fallen locker nach außen. Meist ist am entspanntesten, die Handflächen nach oben zeigen zu lassen, Daumen nach außen. Schultern weg von den Ohren, Nacken lang. Wir werden heute die Laya-Entspannung üben, mittels derer die verschiedenen Marmas, die Energiefelder des Körpers, aktiviert werden. Das ganze Energiefeld geöffnet wird, sodass ein wunderbares Gefühl von Harmonie, Ausdehnung und Kraft entstehen kann. Gehe zunächst zu deinen Füßen, spüre deine Füße und werde dir bewusst, wo du jetzt die energetische Mitte deiner Füße spürst und gehe beim Einatmen mit deiner Bewusstheit in die energetische Mitte der Füße, da wo du sie jetzt spürst
und beim Ausatmen mit deiner Bewusstheit von dort in alle Richtungen weiter. Wer visuell veranlagt ist, stellt sich beim Einatmen ein Licht in der Mitte der Füße vor und lässt beim Ausatmen Lichtstrahlen von den Füßen in alle Richtungen ausstrahlen. Wer ein Mantra hat, kann das auch mit seinem Mantra verbinden. Oder allein das Fühlen reicht aus. Es ist aber nicht erheblich, dass du wirklich die genaue Mitte triffst, sondern da, wo du sie jetzt spürst, da gehst du beim Einatmen hin und beim Ausatmen gehst du mit deinem Spürbewusstsein von der Fußmitte in alle Richtungen. Fußgelenke. Geh beim Einatmen mit deiner Bewusstheit in die energetische Mitte der Fußgelenke und lass beim Ausatmen die Energie von dort ausstrahlen. Mache dies jetzt mit allen Körperteilen, die ich nennen werde. Diese sind nicht nur Körperteile, sondern eben Marma, Sitz von feinstofflicher Energie. Geh immer beim Einatmen in die Mitte und lass beim Ausatmen Bewusstheit oder Lichtvorstellung oder Energie ausstrahlen. Knie, bewusst hineinatmen und bewusst ausstrahlen lassen. Hüftgelenke. Hände, Handflächen. Handgelenke. Ellenbogen, Schultern, Kiefergelenke, Ohren, Schläfen, Geschlechtsorgane, bewusst hineinatmen und Lichtenergie ausstrahlen lassen. Nabelgegend, unterer Bauch. Oberer Bauch, Brust, Herz, Kehle. Mund, Nase, Augen, Stirn.
Jetzt gehe durch die Wirbelsäule auf die gleiche Weise, wo auch der Sitz der wichtigen Hauptenergiezentren ist. Steißbein, Muladhara Chakra, geh beim Einatmen zum Steißbein mit deiner Bewusstheit und lass beim Ausatmen Bewusstheit oder Lichtvorstellung von dort ausstrahlen. Das gleiche mit Kreuzbein, Svadhisthana Chakra. Lendenwirbelsäule, Manipura Chakra. Brustwirbelsäule, Anahata Chakra. Halswirbelsäule, Vishuddha Chakra. Mitte des Kopfes, Ajna Chakra. Scheitel gegen Sahasrara Chakra. Jetzt spüre dich als Ganzes. Werd dir bewusst, wo spürst du jetzt deine energetische Mitte als Ganzes? Wo ist jetzt deine Mitte? Geh beim Einatmen in die energetische Mitte, wo du sie jetzt spürst. Und lass beim Ausatmen die Energie in alle Richtungen ausstrahlen. Nach oben, unten, vorne, hinten, rechts, links. Einatmen tief in die Mitte. Ausatmen weit in die Weite. Mit jedem Einatmen geh immer tiefer in die Tiefe. Und mit jedem Ausatmen immer weiter in die Weite. Dann spüre innen und außen gleichzeitig tiefste Mitte und weite Unendlichkeit. Spüre, innen und außen ist verbunden. Innen und außen ist letztlich Ausdruck der gleichen unendlichen Wirklichkeit. Genieße dieses Gefühl der Verbundenheit. Der Einheit. Und der vollkommenen Entspannung während der nächsten Minuten in der Stille.
Vertiefe langsam wieder den Atem, bleibe aber noch einen Moment lang ruhig liegen. In diesem entspannten Zustand kannst du auch Affirmationen wiederholen, wie zum Beispiel: Ich bin voller Kraft und Energie. Mir geht es gut. Ich freue mich auf den weiteren Abend. Die nächste Woche wird ganz wunderbar sein. Ich werde nächste Woche mit besonderer Energie, Licht und Kraft angehen und viel Wunderbares erleben. Dann bewege die Füße, bewege die Hände, strecke die Arme nach oben oder nach hinten aus, dehne, strecke, räkele dich. Und dann, wenn du bereit bist, lege dich auf die linke Seite oder wenn du es vorziehst, auch auf die rechte Seite. Atme zwei, dreimal tief ein und aus. Und dann setze dich auf zu einer Stellung mit geradem Rücken. Wir singen dreimal gemeinsam Om und gehen dann ein paar Momente in die Stille. Sitze ruhig, gerade und entspannt. Richte deine Achtsamkeit auf den Raum oberhalb des Kopfes oder dein Licht oberhalb des Kopfes. Wer ein Mantra hat, kann auch sein eigenes Mantra wiederholen. Oder lächle nach oben. Spüre nach oben, öffne dich nach oben. Und genieße diese Erfahrung von Öffnung, Verbundenheit weiter. 2 Minuten lang in der Stille.
samasta sukhino bhavantu loka samasta sukhino bhavantu loka samasta sukhino bhavantu. Mögen alle Wesen Glück und Harmonie erfahren. Om Shanti Shanti Shanti. Om Frieden Frieden Frieden. Om Bole Satguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Bole Vishnivananda Maharaj Ki Jai. Dies war also die aktuelle Ausgabe des Yoga-Vidya-Übungspodcasts, präsentiert von www.yoga-vidya.de. Danke fürs Zuhören, danke für dein Interesse, danke fürs Mitüben. Ich habe eine kleine Bitte. Wenn es dir gefallen hat, schreib doch mal einen Kommentar, am liebsten einen Kommentar auf iTunes, auf Podstar, auf dem Yoga-Vidya-Blog oder eben dort, von wo du diesen Podcast beziehst. Und gib bei den Podcast-Portalen eine Bewertung ab. Ich freue mich zwar auch über E-Mails, aber was du in Podcast-Verzeichnissen, in Blogs und Communities schreibst, sehen auch andere. So wird der Podcast besser gelistet und mehr Menschen hören ihn. Und ich glaube, dass gerade in diesem Yoga-Vidya-Übungs-Podcast viele Übungen sind, von denen jeder profitieren kann. Erwähne diesen Podcast auch in Internet-Communities und empfehle deinen Freunden und Bekannten. Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch zu unseren anderen Yoga-Vidya-Podcasts, wie mit Vorträgen und Mantras und Videos, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de. Mehr Anregungen für den Weg von Yoga und Meditation auf unserer Homepage. Da findest du auch das Seminarprogramm der Yoga-Vidya-Seminarhäuser im Westerwald, an der Nordsee und im Teutoburger Wald, das Kursprogramm der 50 Yoga-Vidya-Zentren und die Adressen von über 1500 Yoga-Lehrern. Und du findest einen Link zu unserem Online-Shop mit Büchern, CDs und vielem mehr, was zu diesem Podcast passt. Die Adresse www.yoga-vidya.de yoga-vidya.de. Und nochmals die Bitte, wenn es dir gefallen hat, schreib einen Kommentar, und zwar im Internet. Ich wünsche dir eine gute Woche von Bewusstheit, Achtsamkeit und Liebe.